So, da sind wir wieder, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Banished. Derzeit ja in aller Munde auf diesem Kanal und ja, etabliert ein Genre erneut. Das Genre der Aufbausimulation, welches ihr so sehr liebt und meines Erachtens viel zu kurz gekommen ist die letzten Wochen. Deswegen ist es jetzt wieder da und deswegen bleibt es jetzt auch erstmal. Ich habe auch wieder richtig Bock. Ich baue auch gerne. Ich gucke auch einfach gerne dabei zu, wie etwas entsteht. Wie man aus dem Nichts heraus etwas erschafft. Was ist das denn? Ein Busch. Das sah seltsam aus. Ja, egal, als hätten sie das aus, als wäre es. Komisch. Ja, so wie jetzt hier, die Schmiede. Und ich muss mich verbessern. Tut mir sehr leid, aber das hier wird nicht da verwendet. Blödsinn. Die werden einfach nur Logs hergestellt. Und diese Loks gelten als Fuel. Schätze ich mal. Denke nicht, dass der das Fuel braucht von hier. Auch wenn es hier oben aufgeführt ist. Mir hat Domse mitgeteilt, nein, Fuel braucht das Sägewerk nicht. Wir werden es sehen. Habe ich auf 8 geschaltet. Construction Limit. Und wir werden hier sehen, wann hier wie und wo produziert wird. Jetzt rufen wir mal jemanden her, der hier hoffentlich jetzt arbeitet. Gucken wir mal, wer für die Sawmill verantwortlich ist. Ich glaube, es sind dann auch Woodcutter, die das machen müssen. Ich glaube, auch so ein bisschen wechseln die. Also die Woodcutter da oben arbeiten jetzt hier unten. So, da geht jetzt jemand rein. Lok 6. Bin ich mal gespannt. Sind 2, 4, 6, 8, sind das die Bretter? Kann das sein? Wir schauen einfach mal, ob 8 Bretter entstehen. Fuel haben wir recht viel mittlerweile. Ja, die Bretter sind da jetzt weg. Trägt die jemand? Ja, hier. Lumber. Okay. Das heißt, ach so, okay, ich verstehe. Also im Moment haben wir halt Woodcutter, der springt von dort immer hier rüber. Wir haben jetzt 8 Bretter hergestellt, die werden jetzt hier hingebracht. Gleich, denke ich. Sie hat die jetzt gerade dabei, ne? Lumber, 10 sogar. Oh, komisch, dass man hier nicht. Wie viele können hier denn arbeiten? Ach, weil wir kein Material mehr haben. Ach, wir haben kein Holz mehr. Ist dem so wieder? Habe ich hier. Ist hier abgeholzt. Ja? Ja, wir müssen uns unbedingt darum kümmern, dass wir. Also ich müsste jetzt mal mich hier ein bisschen um die Stadtplanung an sich kümmern. Also einmal so. Und so, wir machen jetzt mal hier ein Karree. Wir brauchen unbedingt einen Holzfäller, und zwar einen regelkonformen Holzfäller. Ich würde den gerne hier haben.
dass wir hier die Steine rausarbeiten, natürlich im späteren Verlauf, aber hier jetzt auch einen Holzfäller aufbauen, der konsequent Holz liefert und auch wieder neues Holz dann, also neu anpflanzt. Das heißt, ist das hier Bambus? So, hier ist unser Gebäude. Perfekt. Wer läuft hier eigentlich durch die Gegend? Der Jäger? Ah ja. So, wie sieht's hier aus jetzt? Ah, der eine Builder arbeitet jetzt gerade hier unten am Deer Butcher und macht ihn jetzt auch gleich fertig. Da kann auch gleich schon jemand rein. Ich bin auch am Überlegen, wir müssen gleich auch mal gucken, dass wir wieder, dass wir dann doch bald Hütten bauen. Also wir haben recht viele Erwachsene, 18 Stück gerade. Wie sieht's denn hier? Oh, es ist alles bepflanzt. Sehr gut. Und jetzt wird auch schon geerntet. So, die können jetzt alles abfarmen, alles abernten. Das bleibt dann liegen. Wird dann von Trägern abgeholt, die wir ja auch im Dienst haben. Oh, da ist er fertig. Da seht ihr auch das Blut auf dem Boden. Und wir stellen natürlich einen ein. Schön ist, die ernten jetzt ab und wir korrigieren dieses Jahr hoffentlich dann mehr Radieschen aus dem Feld. Weil wir den Trägern gesagt haben, das abernten. Und also die Farmer sollen es abernten, die Träger sollen es transportieren. Das haben wir ja auch mitgeteilt. Ja, darauf warten wir jetzt. Und die Schmiede ist auch fertig. Das wären Upgrade-Möglichkeiten, wie ich sehe. Und hier könnten Tools hergestellt werden. Und hier arbeitet jetzt auch natürlich jemand drin. Der Butcher arbeitet hier auch, also der produziert gerade Güter aus dem Fleisch, was der Jäger liefert. Sehr gut. Und unsere Wege werden errichtet. Auch gut. Ja, im Moment sehr zufrieden mit dem Ablauf. Und wenn wir dann noch hier den Holzfäller hier unten haben, haben wir eine stetige Förderung von Holz. Steine haben wir zurzeit wenig, aber es wird auch zurzeit, glaube ich, gar nichts mehr gebaut. Außer der hier, der 12 Steine braucht. Hier werden ja eh Steine gehen, wenn der Weg gebaut wird.
Und das müssen wir dann auch bald uns drum kümmern, weitere Wohnhäuser zumindest zu errichten, dass weitere Familien sich bilden können. Das sind wir auch den Familien einfach schuldig, die hier leben. Dass sie eine schöne Gegend haben, dass sie schön leben können. Ich bin am Überlegen, ob ich das Zentrum hier nutze dann für Kirche und andere Gebäudetypen. Deswegen machen wir jetzt mal so. Und so. Hier wird gerade im Wald gearbeitet, man sieht es gar nicht richtig. Man kann es ja ahnen, dass unsere Bevölkerung da am Schuften ist. Ach, ich finde das cool. Das macht mir richtig Spaß gerade. Und hier oben sehen wir auch, wie langsam wieder die Natur hier wächst. Der Baum wird größer, das wird hier auch langsam größer, trotz nicht... Also wir pflanzen ja nichts, aber es tut sich was. Haben wir auch Fischer? Das interessiert mich jetzt mal kurz. Haben wir Fischer? Ja, die haben hier oben ja auch Wasser, ne? Das sind die ganzen Butcher. Da! Fishing Dock. So sieht das also aus. So. Da könnte jemand raus und Fische fangen. Das wäre vielleicht für die Zukunft hier unten, wenn die Nahrung soll ja von hier reinströmen. Also nicht oben, eher hier. Wäre das nicht schlecht. Mal kurz rüberschauen. Das Feld. Oh ja, hier arbeiten viele Leute auf dem Feld. Wir haben jetzt schon mehr abgeerntet auf dem Feld als im Vorjahr. Und wir haben erst Herbst. Also es ist gut, dass die Ernte jetzt durchgezogen wird. Und wir kommen hier auch auf viele Radieschen und viele andere. Auch Fleisch. Würste haben wir hier. Sausages. Sehr gut. Wo ist denn der Schmied? Blacksmith. Aha. Krass. Hier. Holt sich Ressourcen. Woher? Ach so, zum Essen? Trägt gerade selbst mit, oder? Kein Material vorhanden. Ach, kein Holz, daran liegt's. Ah, Holzmangel überall. Ja gut, dann soll erstmal das Dorf jetzt hier arbeiten. Und wir brauchen auch Kleidung. Wir haben ja Wolle. Das ist auch wichtig. Und sterben uns Leute. Müssen wir mal kurz gucken. Das ist nicht Town Service, das ist eher Kleidung. Used to make warm clothes to ward off effect of winter. Warme Kleidung. Wird benötigt. Könnten wir hier hinsetzen. Oder hier. Direkt daneben. Ja, das finde ich gut. Ich bin jetzt gerade so weit, dass ich sage, Leute, ich möchte jetzt erst das Feld fertig haben, ehe wir anfangen, wieder was anderes zu machen. Aber wir brauchen echt ein bisschen Holz. Perfekt, oder? Es läuft echt gut gerade. Wir haben immer noch Herbst, wir haben noch nicht mal Spätherbst. Alles gut.
viele Radieschen, über 1000. Wir haben schon 20% des Lagerhauses gefüllt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Butcher ist fleißig am Arbeiten. Ja, er hat gerade aufgehört. Es gibt auch gerade... Oh doch, das ist ziemlich wichtig, weil sonst haben wir gleich kein Feuerholz mehr. Das ist ja gar nicht gut. Das Holz muss reingebracht werden, unbedingt. Jetzt wird es nämlich langsam kalt. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben noch 118 Feuerholz. 15, 15, 20, 25, 30. 300 brauchen wir auf jeden Fall. Das geht. Wenn er jetzt gleich arbeitet, geht das. Wenn er sich hier Holz holt. So. Wie viel Feuerholz haben die denn noch? 60. 11, nicht gut. 8, nicht gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was. So, das können jetzt den Rest hier tragen, können jetzt die Bauern selbst, denn die Ernte ist erfolgreich eingeholt. Dass man mit so einer Überzeugung sagen kann, ist cool. Freut mich sehr. Ach, hier haben wir auch nochmal 84 Feuerholz. Also haben wir ja noch ein bisschen was. Sehr schön, wie wir hier unten jetzt langsam genug Holz abbauen wieder. Es ist auch sehr notwendig. Ja, Feuerholz wird benötigt. Jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. So. Tu
Tools und Logs sind auch low. Ja, das kriegen wir aber alles hin. Wir haben Eisen, Holz. Sobald Holz da ist, sobald Firewood da ist, Holz da ist, wir genug Nahrung drin haben, holen wir die Feldarbeiter auch rein, dass sie auch tragen können. Und dann geht die Gesamtarbeit los. Das ist so der Plan. Auch bald genug Holz. Pausieren wir mal komplett. Den hier pausieren wir auch. So, meine Frage ist, wo ist der Woodcutter? Fällt gerade selbst die Bäume, okay. Aber wäre auch schön, wenn da oben jetzt mal Feuerholz. Komisch, ne? Zwei Woodcutter? Two of two. Ach, der wertet das hier unten auch. Okay. Ja, dann machen wir jetzt auch Feuerholz. Wäre doch sehr schön, wenn jetzt Feuerholz mal hergestellt werden würde. Ja, die nimmt Holz runter. Sehr gut. Und hier oben wird wieder Feuerholz hergestellt. Sehr gut. Hier. Gut, der stellt jetzt Feuerholz her. Hier unten auch, glaube ich. Oh ja, hier liegt jetzt auch schon einiges an Feuerholz. Perfekt. Wir nähern uns da also wieder dem guten Punkt. Holt euch das Feuerholz in eure Behausungen. Dann ist alles gut. Wie viel genau da immer liegt, siehst du nicht. Aber die Leute können sich's abholen. Gucken wir mal rein. 30. 30, fast okay. Auch um die 30. 77. 54. Und hier schlussendlich 12. Hier wird es jetzt langsam mehr. Ja, okay, also keiner wird erfrieren über den Winter. Das ist perfekt. Weil jetzt ja auch das Sägewerk mitarbeitet.
und ich auch das mit den Woodworkern, Woodcuttern verstanden habe. Wie sieht's hier aus? Ah, das Haus befindet sich jetzt sogar auch im Bau. Perfekt. Dann wird eine durchgehende Holzproduktion auch vorhanden sein. Und ich bin schon fast so weit zu fragen, ob wir nicht einen zweiten Jäger bauen sollten. Farmer kann ich jetzt mal reduzieren auf 0. Die Farm ist nicht notwendig zu bearbeiten und die Farmer können jetzt mitmachen. Es ist früher Winter, es hat endlich aufgehört zu schneien. Und der ist auch gleich fertig, dann wird hier Holz produziert. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich dann zum Beispiel die Bevölkerung ja, größer werden zu lassen und dann ihnen auch irgendwann entgegenzukommen. Also wir haben dann wirklich hier fast jeden Arbeitsschritt. Wir haben ein großes Feld, das wurde alles abgeerntet. Wir haben 1800 Radieschen, das ist eine Menge. Wirklich sehr viel, was wir hier mit dem Feld fördern können. Brauchen bald dann aber auch eine... Oh, was ist das hier für ein Symbol? Oh, hier fehlt es an Tools. Da muss der Schmied ein bisschen arbeiten, ne? Ja, ist auch dabei. Hithri. Wo bringt sie das jetzt hin? Doch der Herdsman, ne? Wieso hat die sich gerade... Ach so, die hat sich das selbst repariert? Interessant. Ach, was auch immer. Mittlerweile haben wir auch wieder eingelagertes Feuerholz von 122. Hier ist recht viel. Okay. Gut, Leute, das war jetzt eine etwas längere Folge. Wir kriegen unsere Sachen schon in den Griff. Hier ist jetzt... Er arbeitet jetzt als Schmied gerade, produziert und dann hoffen wir, dass sie hier oben sich ein Werkzeug holen kann. Okay, gut. Soweit, so gut. Schauen wir mal, dass die sich Werkzeuge holen und alles läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich immer sehr freuen, über Kommentare und andere Dinge zu lesen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.